Jo, Leute, was geht ab damit? Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Universe Sandbox 2. Wir waren stehen geblieben bei der Sache, dass wir den hier jetzt mit 100 Kilometern in der Sekunde auf die Erde jagen lassen. Und der wird, glaube ich, schnell. Das wird schnell sein. Wir gehen mal zur Erde. Ne, wir gehen zur Raumsonde und nehmen die Raumsonde ins Visier und starten jetzt. What happens? Nichts. Nicht mal ansatzweise irgendwas. Leute, ihr habt umsonst eingeschaltet. Das war's mit dem Video. Ciao. Nee. Das nicht ging. Schicken wir was Größeres. Und zwar mitten. Halt, pausieren. Hierhin. Ich glaube, das ist. Wir zoomen kurz hin. Das wird jetzt riesengroß. Zack. Die Raumsonden sehen aber echt gut gemacht aus, ne? Der sollte jetzt von der Umlaufbahn, die jetzt angezeigt wird, hier, seht ihr? Da. Genau dort einschlagen. Wir zoomen nochmal hin. Vorher hatten wir 100, gell? Was passiert, wenn wir 1000 Kilometer in der Sekunde nehmen? Soll ich das? Ich mach's nochmal ein bisschen langsamer. Schaut jetzt die Simulation. Es passiert wieder nichts. Ein paar Fragmente von der Erde. Okay. Last try. Jetzt schicken wir eine Raumsonde. Mit einer Geschwindigkeit von Lichtgeschwindigkeit schicken wir jetzt diese Raumsonde volle Kanne auf die Erde. Lichtgeschwindigkeit 1. Das heißt, ich sollte es dezent langsamer machen. Okay, da sehen wir es. Das Ding fliegt jetzt mit Lichtgeschwindigkeit. Ich muss ein bisschen schneller. Stopp! Reicht schon. Da fliegt es. Das. Das schlägt jetzt ein und. Hat das einfach. Es kann doch nicht sein, dass da nichts ist. Nichts, gar nichts. Okay. Probieren wir es mit einem Tesla. Gibt's auch zur Auswahl. Hier, Tesla Roadster. Ich schicke einfach mal einen Kometen auf Amerika. Falls this is acceptable. Was hast denn du für eine Größe, Mr. Willi? Du hast einen Radius von 4 Kilometern. Das geht. Wir verdoppeln das mal. Wir machen mal das so. Also ich sollte auch auf Play drücken, gell? Man sieht nicht, wie er sich bewegt. Ich muss ein bisschen schneller machen. Jetzt! Stopp! Reicht. Sieht das? Wie ein Komet. Sternschnuppe! Wünscht euch was! Ging es gut aus? Oha! Ich glaube, ihr habt euch das Falsche gewünscht. Also, so sah das zumindest jetzt aus. Also, Amerika? Ein Glück wohne ich nicht dort. Ja, was passiert, wenn wir einen schönen kleinen Kometen, gibt es das hier, oder? Ja, nee, doch. Asteroid. Ich hoffe, du bist was ganz schön Kleines. Ein bisschen runtertoggeln, pausieren. Und zwar wieder auch hier drauf. Bitte sag mir, du hast ein nicht so großes. Sagt das Feld. Du bist viel kleiner. Das heißt, da können wir auch die Geschwindigkeit ein bisschen schneller machen. Und da fliegt es. Es fliegen wieder nur ein paar Fragmente raus. Okay. Wir nehmen nochmal genau. Ne, wir nehmen nicht den gleichen. Wir nehmen. Den hier und schießen ihn da rein. So, jetzt möchte ich erstmal wissen, was hat der für eine Masse?
und für eine Dichte. Und für ein Gas. 10 Meter Radius. Der ist jetzt. So, jetzt ist er 1 Kilometer groß. Sagen wir, wir machen ihn 10 Kilometer groß. Schicken den jetzt mit Gradzahl. Sagen wir mal. Nicht als glühender Leuchtball. Ein bisschen kälter darf es schon sein. Also. Sagen wir doch, schicken wir ihn als blaue Leuchtkugel. Nee, der wird verdampfen, wenn wir das jetzt starten. So, dass er leicht glüht. Schicken wir den jetzt mit einer Geschwindigkeit von 500 Kilometer in der Millisekunde, schicken wir den jetzt auf die Erde. Leute, what happens? Das arme Amerika, warum immer auf die Amerikaner, ey? Wir nehmen gleich Europa, Leute, damit das hier nicht komisch wirkt. Oh Gott, und da passiert es. Boom. Die Erde erleidet Schaden. Was sagt die Erde? Immer noch 14,6 Grad. Das liegt daran, da keine Sonne vorhanden ist, wird es immer kälter. Aber, ich das jetzt mal ein bisschen schneller laufen lasse. Hui. Hui, hui, hui. Okay, wie lösen wir das Problem? Wir machen das Gleiche nochmal. Diesmal soll der Komet nochmal genau an derselben Stelle einschlagen. Wieder der da. Mit der Masse von 10 Kilometer. Ich habe nicht Pause gedrückt. Oh. Diesmal soll aber Lichtgeschwindigkeit, Leute. Okay. Und wenn die Erde dann immer noch nicht kaputt ist, dann jag ich einen Mond drauf. Oh Gott. Ihr solltet mir niemals die Erde überlassen, Leute. Das ist nicht so gut. Wir machen wieder die Temperatur auf ein bisschen wärmer. Sagen wir. Roter Glühball. Und mit einer Geschwindigkeit. Machen wir erstmal die Geschwindigkeit auf die Geschwindigkeit und klicken dann auf 1. Das heißt, wir müssen jetzt dezent langsam machen, weil Lichtgeschwindigkeit einfach mega, mega schnell ist. Und ja, los geht's. Da ist er. Okay, so, das reicht schon. Ungefähr so 0,001 Millisekunde. Das geht so fast. Okay, und jetzt. What happens to that? Wahrscheinlich geht die ganze Erde kaputt. Hier schlägt er ein. Also ihr müsst die Linie verfolgen, die vorne dran geht, die dunklere. Man sieht nichts, weil es so langsam vorangeht. Wir können gucken, ob irgendwas Spannendes passiert. Jetzt sind es 45 Sekunden. Nee. 2 Minuten vergehen. Okay, die Erde hat immer noch eine Temperatur von 14 Grad. Wie ändern wir das? Okay. Die Erde hat es nicht anders gewollt. Jetzt. Leg dich niemals mit K-Storm an. K-Storm hat die größeren Asteroiden. Das wird mein neuer Werbespruch. Leg dich nicht mit K-Storm an. K-Storm hat die größeren. Das hat einen Radius von 10 Metern. Der soll die Masse haben von 0,5 Monden. Das Ding wird jetzt sowas von 10 mal 10. Jo, es ist ein Mond. Es ist ein Mond. Ich verkleine das mal um 0,5. Es soll noch ein Asteroid sein. So. Jetzt haben wir die Masse von ungefähr 0,01 Monden. Der Radius. Und den ballern wir jetzt auch. Mit 1 Lichtgeschwindigkeit. Also, ob die Erde das aushalten kann, seht ihr jetzt. Yo. Alles gut. Alles ist gut. Ich hab's zu schnell abspielen lassen, aber. Also ich sollte gucken, ob irgendwas.
Ja, eine Druckwelle. Ja, genau. Genau, Leute. Und wie werden wir jetzt die Erde komplett destroyen? Ich habe keine weiteren Ideen mehr. Die letzte noch verbleibende Idee wäre der Mond. Volle Power. Mit. Ist euch schon mal aufgefallen, wie riesig das Monddingens hier ist? Jo. Lass uns mal von hier angucken. Boah, ist der Mond riesig. Wir schicken ihn. Mit. Einfacher Lichtgeschwindigkeit. Schicken wir ihn hier drauf. Wir wollen das schön langsam genießen, Leute. Heißt, wir gehen auf. Sekunden. Und jetzt können wir das hier gleich sehen, wie der Mond hier gleich einschlägt. In 3, 2, 1. Yo, Leute. Und die ganze Erde glüht einfach. Wir können mal in die Erde reingucken. Ja, doch, hier kommt er rein, Leute. Boah, ist das auch laut aus den Kopfhörern. Was ist mit der Erde passiert? Die Erde glüht nicht mehr, Leute. Wir haben die Erde erkalten lassen. Schön. Also, ich lasse jetzt wieder ein bisschen schneller verstatten gehen. Wie bitte? Hä? Der Mond wird gerade... Bekommen wir jetzt Saturnringe? Wo ist die Erde hin? Die Erde hat es aus ihrer natürlichen Umlaufbahn ziemlich rausgefetzt. Die Erde glüht. Wie machen wir das? Ich lasse mal einfach ein bisschen schneller vergehen. So ein paar Millionen Jahre. Die sollte wieder nach ein paar Jahren erkalten. Ja, stopp. Hör auf, in 4000 Jahren zu vergehen. Also Leute. Jetzt haben wir hier die Erde. Und... Wenn ich mir das recht ansehe, dann brennen hier Lichter erstens. Warum? Es gibt Menschen, die haben gerade den... Okay, jetzt reicht's. Wo ist er? Titan. Nein, Mond. Nein, Europa. Nein, LO. Nein. Jetzt kicke ich was anderes da drauf. Eine Venus, nein. Ein Merkur, nein. Ein Mars, nein. Ein Jupiter, nein. Ein Saturn, nein. Ein Uranus, nein. Ein Neptun, nein. Was? Ja, okay. Boah, ist das riesig, ey. Wir kicken einfach mal so einen Merkur hier drauf. Okay, Leute. Und zwar... Ja, bewusst steht da jetzt zehnfache Lichtgeschwindigkeit. Millisekunden. Okay, los geht's. Es läuft. Läuft es? Ich weiß nicht, ob es läuft. Ich muss es ein bisschen schneller machen. Oh, ja, da läuft was. Wenn die Erde das überlebt, der ist einfach durch die Erde durchgeflogen. Das kann die Erde doch nicht einfach so überstehen. Das ist jetzt ziemlich langsam. Da ist ein bisschen wieder was vergehen. Stopp. Was ist los? Was ist denn das? Okay. Ich lasse nochmal ein bisschen kurz vergehen. Warum drehten die sich überhaupt so schnell? Das ist Sekundenspeed. Also mir würde schlecht werden auf der Erde dann. Wir setzen es jetzt mal auf. Da wird gerade so viel berechnet, ey. Okay. Pause. So Leute, what happens when you shoot an earth to Nerf? Let's start. Erde soll eine Geschwindigkeit. Ah, doch, das passt. Start.
Es läuft, Leute. Offiziell läuft es. Bewegt sich aber nichts. Hä? Wieso bewegst du dich weg? Stopp! Entfernen! Weg damit! Oh. Immerhin sehen wir uns die Erde wieder rotieren. Nee, nicht 0, sagen wir so 2 Millisekunden. Aber ich würde trotzdem gerne jetzt eine Erde auf die Erde ballern. Und zwar Full Speed. Und zwar soll die Erde mit 2,25 Lichtgeschwindigkeit. Warum wird denn das nur so langsam wiedergegeben? Oh, es läuft flüssig. Okay, Leute. Wird diese Erde überleben? So viele Erden. Oha. Das geht gar nicht, dass wir das überleben. Wir streifen. Okay. Ja, doch. Okay, ja. Feuer. Reicht's aber echt. So, ich schicke jetzt gerade 2 Erden auf unsere Erde. Die eine Erde ist hier komplett am Verglühen. Und die Erde trifft jetzt unsere Erde. Es kann doch nicht sein, dass die Erde anfängt zu glühen, aber uns geht's weiterhin gut. Ich kann mal das Fragment hier entfernen. Das da. So. Jo. Also wenn wir jetzt hier leben würden, ging's uns gut. Ging's uns da gut? Ja, natürlich. Okay. Es gibt nur noch einen Weg, unsere Erde zu zerstören. Und das ist damit auch leider der letzte Weg. Auf Wiedersehen, liebe Erde. Du darfst jetzt hier volle Kanne reinfliegen. Okay, stopp. Welches ist unsere Erde? Die hier. Oder eine von denen halt. Wir gucken, was mit den Erden passiert. Wir gucken, welche visiert er an? Die hier, gell? Er fliegt an allem vorbei. Nein, er fliegt auf die hier. Der hat auch ordentlich gelitten, der da. Der besteht ja nur noch aus Fragmenten. Also Leute, wir werden niemals sterben. Die Erde hat solch ein riesen... Oh. Mehr Masse. Riesen schwarzes Loch. Damit alles... Oh, stimmt. Der Mond hat ja auch die ganze Zeit damit... Okay, wir machen erstmal hier die Masse von dem Willi hier ein bisschen größer, dass auch der Mond weg ist. Und dann entfernen wir das. So, ich guck mal kurz auf die Uhr. 18 Minuten. Was machen wir in den letzten 2 Minuten? Wir gucken, was passiert, wenn ein Golfball... Das war natürlich nur ein Scherz. Doch, nein, war kein Scherz. What happens, wenn ein Golfball im All mit überhaupt keiner Geschwindigkeit... Wir gucken uns jetzt mal diesen wunderschönen Bomben. Was ist denn das? Es vibriert und der Golfball ist weggepackt. Entfernen. Okay, nochmal. Diesmal nehmen wir einen Fußball. Was passiert, wenn ein Fußball von einer Billardkugel mit über 100... Wo ist denn das? Das Spiel buggt manchmal ein bisschen. Okay, sagen wir, wir haben einen Basket. Sagen wir, wir haben gar nichts, weil gerade nichts will. Heißt, ich lade nochmal kurz Erde und Mond. Und entferne Erde und entferne Mond. Verstanden. So, jetzt spawnen wir auf der Stelle, also nicht bewegend, einen Basketball. Der soll keine Umlaufbahn haben, der soll bewegungslos sein. Diesen Basketball möchte ich jetzt gerne anvisieren. Wunderschön. Er bewegt sich nicht. Was passiert? Ich mach mal diese Minuten-Dings da weg. Und geh mal richtig runter in die Millisekunden. Was passiert, wenn der Ball abgeschossen wird von einem Golfball, der aber, haltet euch fest, mit 100-facher Lichtgeschwindigkeit draufprallt? Ja, ich meine es jetzt ernst. Hundertfach.
wird der Basketball es überleben? Ich wette, es ist einfach dran vorbeigeflogen. In diese ganz, 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 ganz kurzen Zeit. Ja, der Basketball lebt nämlich noch. Heißt, wir entfernen den mal kurz. Wir gehen nochmal back to the basketball. Okay, wir machen das Ganze nochmal. Diesmal platziere ich den Golfball auch näher. Wir hoffen. Hier, der ist so langsam. Lichtgeschwindigkeit. 100-fache Lichtgeschwindigkeit. Und jetzt bitte, wir gehen unter die Millisekunden. Wir machen es wirklich jetzt ganz, ganz klar. Der Ball ist weg. Das ist okay. Wir lassen das. Wir wissen, der Basketball bewegt sich irgendwie zu schnell. Was passiert, wenn ich eine Cheops-Pyramide, nee, nicht abfeuere, einfach bewegungslos hinstelle? So, wo ist es denn jetzt? Wo ist sie? Da ist sie, die Cheops-Pyramide. So. Die ist schön. Die sieht hier seht ihr sie, Cheops. Ich hoffe, ihr kennt den alle, den Cheops. Kurz auf die Zeit. Ja, ich muss hier ganz kurz was gucken. Wird das aufgenommen? Nee, das wird nicht mal aufgenommen. Ihr nehmt die ganze Zeit nur das eine Fenster auf. Okay, nee, bevor wir jetzt aufhören, möchte ich noch ganz kurz was ausprobieren. What happens, wenn die Cheops-Pyramide von einem Tesla angeschossen wird? Stopp. Von einem Tesla. Also der wird jetzt genau da drauf gefeuert, gell? Mit einer Geschwindigkeit von 100-facher Lichtgeschwindigkeit, wie wir es gerade hatten. Wir machen es ein bisschen langsamer, weil es sonst wirklich. Es vergeht jetzt nichts. Ist doch so. Er ist einfach. Leute, guck mal, wie dieses Ding wegfliegt hier. Schaut mal. Jo. Ist das normal? Lebt die Cheops-Pyramide eigentlich dann noch? Cheops. Mr. Cheops. Nee, gell? Was? Okay, wir machen noch eine Sache, die muss funktionieren. Wo ist er? Was passiert, wenn wir einen Riegel mitten in die Cheops-Pyramide... Oh, das ist hinten dran, ne? Auf die Cheops-Pyramide einprügeln lassen. Der soll bitte die Geschwindigkeit soll, sagen wir, ein bisschen schneller sein. Und ja, los geht's. Es passiert nichts. Warum passiert nichts? Doch, der bewegt sich doch. Wo ist denn die Cheops-Pyramide? Da. Also Riegel bewegt sich. Aber irgendwie... Ich habe hier doch schon Lichtgeschwindigkeit dran. Ah, ich soll darauf Start klicken. Ja, und der fliegt natürlich wieder. Okay. Letzter Versuch. Diesmal versuchen wir was anderes. Machen wir so. Lösen wir uns von dem Riegel. What happens, wenn ein Riegel... Ich habe keinen Riegel ausgewählt. Doch, habe ich. Hä? Was? Ah, doch, jetzt. Was passiert, wenn ich einen Riegel in einem Riegel spawne? In einem Riegel. Ich scroll zu den Riegels hin. Wir gehen zu dem einen Riegel. So. Jetzt nehmen wir hinzufügen, gehen wir auf Riegel und platzieren einen Riegel in einen Riegel. In noch einen Riegel. Und jetzt gucken wir, was damit passiert, wenn ich das ein bisschen schnell ablaufen lasse. Nichts. Oh, da hinten. Da sind zwei Riegel ineinander. Und da explodiert nichts. Hä? Es wird einfach nur hell. Okay. Ah, ich habe mich schon gewundert, wo die Supernova bleibt. Leute, eine Supernova
das geht jetzt ein bisschen ziemlich schnell. Ich lasse sie langsam ausbreiten, während ich noch nebenbei erkläre, was eine Supernova ist. Leute, eine Supernova. Das ist, ich muss mich darüber nicht informieren, das weiß man eigentlich normalerweise, ist, wenn ein Stern explodiert oder implodiert. Ich weiß nicht genau, also es gibt die Explosion und die Implosion. Bei beides wird eine Supernova ausgelöst, die sich immer weiter verbreitet. Und jetzt sieht man halt wirklich gar nichts mehr. Jetzt sieht man es wieder. So. Und das ist halt so, bei entweder wird der Stern zu einem Zwergstern, der so groß ist wie der Pluto. Der Pluto hatte wahrscheinlich auch schon mal, vermuten Wissenschaftler, eine Explosion. Also eine explosive Supernova. Deshalb ist das nennt man weißer Zwerg. Das ist dann ein total heißer Stern, der dann ein paar tausende Millionen Jahre heiß ist und dann kühl wird. So wie der Pluto. Und dann gibt es noch die Implosive. Also Implosion heißt nach innen ziehend. Dann wird ein Dings in einer Supernova genau in der Mitte, ihr seht ja, das vibriert auch alles, da passiert genau das, was bei uns in der Mitte des Zentrums der Galaxie Kaboom gemacht hat. Wir haben ja in der Mitte unserer Galaxie haben wir das hier, Schütze A. Das ist ein schwarzes Loch, was halt alles einsaugt. Und damit hat sich das Spiel gerade aufgehangen, dass ich diesen Schütze A platziert habe. Oder, ja, der saugt gerade alles in sich ein. Das war eine nicht so gute Idee. Der versucht jetzt nämlich die Riegelnova einzusaugen und das war eine ziemlich schlechte Idee. Die slingshotten sich jetzt gegenseitig und das würde passieren, wenn eine Supernova, das ist sehr gut simuliert, wenn eine Supernova mit von einem schwarzen Loch aufgesaugt werden möchte, passiert erstmal gar nichts und ein paar Minuten später wird halt das Weltall, wie ihr sehen könnt, weiß. Einfach weiß. Weil es einfach so starkes Licht ist, dass man es nicht mehr sieht. Gut. Und Leute, damit war es auch schon mit dem Video. Es ist 30 Minuten lang, oh Gott. Tut mir an der Stelle leid, Leute. Aber ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Apropos. Nee, nicht apropos. Bis dann, Leute. Ciao.